Das operative Prozessmanagement hört sich ja nicht so wichtig an wie das strategische Prozessmanagement. Strategisch muss doch viel wichtiger sein, oder? Strategisch ist doch was für Chefs und operativ ist doch für die Mitarbeiter in den unteren Ebenen. Genau da liegt ein ganz, ganz wichtiges Missverständnis, denn beim operativen Prozessmanagement schaffen Sie die Wertschöpfung, steigern Ihren Gewinn oder versenken Sie im Zweifel auch Ihr Geld und frustrieren Ihre Mitarbeiter. Und genau deshalb lohnt es sich wirklich, das folgende Video anzuschauen, wo wir uns mal etwas genauer das Thema operatives Prozessmanagement ansehen. Wir sehen uns gleich. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich bin seit vielen, vielen Jahren ein echter Prozessenthusiast. Bevor wir jetzt aber genauer auf das operative Prozessmanagement eingehen und uns das genauer anschauen, was ist denn eigentlich der Unterschied zum strategischen Prozessmanagement? Also so eine kleine Einordnung ganz am Anfang, damit wir wissen, von was wir eigentlich sprechen. Im strategischen Prozessmanagement geht es um den Abgleich vom Geschäftsmodell und den strategischen Zielsetzungen des gesamten Unternehmens in der Ablauforganisation, also das Prozessmanagement als solches. Es werden Ziele für die betrieblichen Abläufe auf der Ebene des gesamten Unternehmens festgelegt. Ein Beispiel könnte zum Beispiel sein, wir wollen unseren Umsatz um 12% steigern im nächsten Jahr. Das ist so ein ganz typisches Ziel irgendwie und da muss man sich überlegen, wie kriegt man sowas irgendwie halt hin, da wird wohl der Vertriebsprozess irgendwie davon betroffen sein. Das operative Prozessmanagement im Gegensatz dazu kümmert sich aber um das Tagesgeschäft, also da, wo die Wertschöpfung passiert. Es werden die bestehenden Prozesse bestmöglich abgewickelt und die Leistungsvorgaben aus dem strategischen Prozessmanagement zu erfüllen. Also die 12% Umsatzsteigerung im nächsten Jahr müssen wirklich im Vertriebsprozess tatsächlich umgesetzt werden und das werden wir uns gleich in einem Beispiel anschauen, dass es richtig klar wird und nicht nur so ein theoretisches Gebäude wird. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Die Vorgaben der Unternehmensleitung weichen natürlich von den Ergebnissen aus dem Tagesgeschäft ab. Also, der 10-Jahres-Plan würde nicht erfüllt oder es würde so getrickst, dass er als erfüllt aussieht, obwohl das de facto nicht ist. Aber letztendlich gibt es dann irgendwo halt Frust bei allen, wenn dann immer nur Ziele irgendwie halt kommen und man das nicht wirklich auf der operativen Ebene hinkriegt. Das muss also nicht sein und genau deswegen schauen wir uns das mit dem operativen Prozessmanagement jetzt genauer an. Was hier ist die Aufgaben des operativen Prozessmanagements? Also, ein ganz konkretes Beispiel ist der Vertrieb, Steigerung des Umsatzes um 12%. Dann ist eine der großen ersten Aufgaben die operative Prozessführung. Das heißt also wirklich, wir treffen prozessorientierte Zielvereinbarungen mit den Prozessmitarbeitern. Also diese 12% Umsatzsteigerung müssen ja auch irgendwo als Ziele für die Mitarbeiter im Vertriebsprozess ankommen. Das heißt, wir brauchen da Gespräche mit den Mitarbeitern, wir brauchen Ideen, wie man sowas hinbekommt. Das heißt, erstmal diese Zielvereinbarungen mit den Mitarbeitern wirklich zu treffen, ist Teil der operativen Prozessführung. Die Beschaffung und die Einteilung der Prozessressourcen. Da gibt es sowohl die Input-Ressourcen, also es könnte zum Beispiel sein, dass wir die 12% Umsatzsteigerung nur dann schaffen, wenn wir einen weiteren Vertriebsmitarbeiter einstellen, weil wir einfach die Zeit nicht mehr dafür haben oder weil wir eben neue Laptops brauchen, um zu den Kunden rauszufahren, ins persönliche Kundengespräch zu gehen, statt an einem Desktop nur im Büro zu arbeiten. Oder es könnte eben auch sein, dass wir Budgets brauchen für zum Beispiel entsprechend Werbung schalten oder Ähnliches. Und dann gehört auch noch zum Thema operative Prozessführung das Festlegen von Maßnahmen bei Zielabweichungen. Also was tun wir denn wirklich, wenn wir feststellen, dass wir die vorgegebenen Ziele mit unserem Prozess nicht wirklich erreichen? Das ist alles Teil der operativen Prozessführung. Die operative Prozessorganisation ist ebenfalls ein Teil des operativen Prozessmanagements und da geht es dann um die Strukturierung des Aufbaus und des Ablaufs des jeweiligen Prozesses. Also, wie sieht er wirklich aus? Wo beginnt der tatsächlich der Prozess? Wo endet er? Wie geht er durch die jeweiligen Aufgaben, um zum Schluss ein bestimmtes Prozessergebnis, zum Beispiel unterschriebene Kundenaufträge oder gewonnene Kundenaufträge im Beispiel unseres Vertriebsprozesses, wirklich hinten als Ergebnis zu haben, dass die aus dem Prozess hinten so rausputzeln? Das Erstellen und Aktualisieren der Prozessdokumentation, also diese Prozessmodelle zu erstellen, auch das ist eben Thema der operativen Prozessorganisation für den jeweiligen Prozess. Und weil wir gerade so schön vom operativen Tun sprechen, abonnieren Sie doch gleich unseren Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Wir veröffentlichen regelmäßig mindestens einmal pro Woche weitere Videos, dann bleiben Sie am Ball und informiert. Zurück zum Thema operatives Prozessmanagement. Die operative Prozesssteuerung oder auch das Prozesscontrolling ist ebenfalls Teil dieser Aufgabe,
für den jeweiligen Prozess, also nicht für das gesamte Unternehmen, aber für den jeweiligen betrachteten Prozess. Das heißt, das Ableiten von operativen Prozesszielen. Wenn wir zum Beispiel 12% Umsatzsteigerung brauchen aus dem Vertriebsprozess raus, was bedeutet das wirklich in Steigerung der Anzahl von Aufträgen und müssen wir auch vielleicht die Umsatzsumme je Auftrag zum Beispiel steigern? Was bedeutet das denn wirklich? Und dann runtergebrochen eben, wie viel mehr Kundenbesuche bräuchten wir? Wie viele mehr Telefonate bis wir haben? Brauchen wir mehr Leads für sowas? Dass man das sich wirklich durchdenkt anhand der historischen Daten. Was müssen wir denn entsprechend alles leisten, damit dieser Prozess das hinbekommt? Auch das Bestimmen der Leistungsparameter und der Messgrößen. Genau das ist im Einklang dazu gehört mit zum Thema Prozesssteuerung und Prozesscontrolling, dass wir uns eben anschauen, was sind denn tatsächlich die richtigen Messgrößen. Also ist denn tatsächlich nur die gesamte Umsatzsumme am Ende das, was den Prozess leistungsfähig macht? Das könnte man sich ja zum Beispiel auch erkaufen, indem man auf die Marge verzichtet und damit die Produkte einfach günstiger anbietet und damit mehr Umsatz generiert, obwohl nichts mehr hängen bleibt. Also da muss man sich genau anschauen, was sind denn die Leistungsparameter in seinem jeweiligen Prozess. Und die laufende Messung und die Kontrolle der Prozessleistung ist ebenfalls ganz essentieller Teil eben der Prozesssteuerung. Und das heißt eben Messung und Kontrolle der Prozessleistung laufend. Nicht nur mal eine Stichprobe, sondern sich das wirklich anschauen, denn ohne Daten und Fakten werden Sie Ihren Prozess nie in den Griff bekommen. Wie wichtig tatsächlich dieses Thema Messung und Steuerung von Prozessen ist, habe ich schon mehrfach ausgeführt, haben wir auch eigentliche Videos dazu gemacht. Die operative Prozessoptimierung ist ebenfalls ein Teilbereich des operativen Prozessmanagements. Das heißt eben das Koordinieren von Verbesserungsmaßnahmen, die man an dem Prozess anlegt oder auch von Ideen zum Beispiel, die von den Prozessmitarbeitern wirklich kommen und sagen, das könnte man doch auch so machen, mit der Software geht es vielleicht leichter oder habt ihr schon mal gehört, da gibt es eine ganz tolle Möglichkeit, dass wir Radiowerbung schalten können oder wie auch immer. Das sind dann solche Ideen, die man eben dann aufgreifen kann, um bestimmte Dinge zu erreichen. Und die laufenden Prozessverbesserungen und die Steigerung der Prozessleistung ist natürlich auch Teil der operativen Prozessoptimierung. In den operativen Prozessen wird also wirklich das Geld verdient, weil sie wirklich Aufträge generieren, weil sie wirklich Umsatz generieren, weil sie ihre Leistung verkaufen und entsprechend abwickeln oder eben auch versenkt, wenn sie sich nicht darum kümmern, dass ihre Prozesse gut laufen. Das passiert eben alles im operativen Prozessmanagement. Das ist eben nicht nur die netten Folien malen aus der Strategie und sich einspannen in eine Klausurtagung mit der Vorstandschaft, sondern tatsächlich da, wo echt die Leistung passiert. Und daher ist es dann ganz besonders wichtig, hier eine tragfähige Struktur zu schaffen. Die viele Unternehmen haben ja nicht mal einen Überblick, weil die Prozessleistung nicht wirklich gemessen wird. Und da ist einer der größte Knackpunkt. Fangen Sie doch mal an, sich eine erste Landkarte zu bauen und die ersten Daten zu messen. Ganz alleine als Geschäftsführer eines Unternehmens mit mehr als 10 Mitarbeitern werden Sie das nicht schaffen, sondern es ist auch nicht Ihre alleinige Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe des Vorstands, sämtliche Prozesse zu dokumentieren. Das ist natürlich völliger Quatsch, sondern Ihre Aufgabe als Unternehmer ist es wirklich, das operative Prozessmanagement einzufordern. Das heißt, hier beginnt es eben mit einer ersten Landkarte, dass man eben sagt, ich hätte gerne mal einen Überblick über die wesentlichen Kernthemen, die wir wirklich bearbeiten. Und wie man die erstellt, so eine Prozesslandkarte, das haben wir hier in dem Video mal ganz ausführlich erklärt. Schauen Sie es mit an, das ist ein ganz einfacher Einstieg. Sie müssen also als Top-Entscheider wollen, dass es ein operatives Prozessmanagement gibt. Weil sonst wird das Ganze nämlich nichts und Sie begehen einen der 4 größten Fehler im Prozessmanagement. Auch dazu haben wir ein tolles Video gemacht, die 4 größten Fehler im Prozessmanagement. Und einer davon ist eben, wenn es die Vorstandschaft und der Inhaber und der Unternehmer nicht will, dann wird es nichts werden. Eine Führungsebene, die sich als Prozessverantwortliche um ihr jeweiliges Kernthema kümmern und mit denen man sich austauschen kann, das ist ebenfalls wichtig. Zumindest eine informelle Führungsebene, wenn es denn ein kleineres Unternehmen ist mit nicht so vielen Mitarbeitern. Aber die gibt es in den meisten Betrieben sowieso schon. Die heißen dann vielleicht Büroleiter oder Vorarbeiter oder Polier oder Werkstattleiter. Also normalerweise gibt es immer auch in kleineren Betrieben immer so einen Primus inter pares, der sich um ein bestimmtes Thema schon länger kümmern als vielleicht andere und vielleicht auch leistungsfähiger als andere, holen sich diese Personen, die sind wertvolle Personen, das sind ihre Mitstreiter, um solche Dinge wirklich voranzubringen. Und die Messung der Prozessleistung, wo ich immer wieder darauf hinweise, ist absolut notwendig. Wenn Sie keine Prozessleistungen messen, haben Sie keine Grundlage für Verbesserungen. Und messen heißt eben nicht abzählen. Also, Sie müssen keine Strichlisten führen. Sie müssen nicht ständig nur mit irgendwelchen Stoppuhren nebendran stehen. Nein, es gibt ja ganz einfache Wege, wie man mit einfachen Mitteln genau genug misst, um wertvolle Einsichten zu gewinnen. Und das heißt einfach nur,
genau genug, damit ich was entscheiden kann. Ein Beispiel dafür, Sie messen als Schreinereibetrieb ja auch nicht mit Nanometern in einem Elektronenmikroskop, wenn Sie Ihr entsprechenden Möbel bauen zum Beispiel oder einen Dachstuhl herstellen, sondern Sie messen mit einem Metermaß. Also, wenn die Messung ergibt, dass die durchschnittliche Dauer für die Erstellung eines Angebots an Ihren Kunden ungefähr 4 Wochen dauert, dann wird es vermutlich zu lange sein. Und das sind dann auch die Sekundenangaben, ob das 4 Wochen und 12 Sekunden waren, vollkommen irrelevant. Deswegen, messen heißt nicht abzählen, sondern messen heißt nur einen Überblick bekommen, der genau genug ist, damit ich gut entscheiden kann. Wie ist denn Ihr operatives Prozessmanagement aufgestellt? Das würde mich echt interessieren. Schreiben Sie doch mal rein in die Kommentare und geben Sie uns einen Daumen hoch, wenn Ihnen das Video bisher gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video.